Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4 Reloaded hier bei Let's Play FK. Schön, dass ihr dabei seid und ja, wir haben ein paar Tage Ruhe gehabt, weil, Begründung, ich kann es jetzt gar nicht sagen, weil das Wetter so toll war und ja, wir haben das Wetter ein wenig ausgenutzt und ja, haben auch ein bisschen andere Dinge mal getan, als immer nur zu zocken. Ja, ich habe mich gebräunt im Winter. Ja, sollte ja auch mal so sein, denn ich brauch's ja, meinen durchtrainierten Körper. Ja, ich trainiere ja, wie ihr wisst. Und ja, da brauchte ich halt auch noch ein bisschen Haselnussbräune obendrauf. Ja, so ist das eben im Leben, ne? Ja, ne. Ja, warum ich das mache, weil ich es einfach mag. Und das ist auch gut so, Freunde, denn ich will für unsere Lara Croft attraktiv sein. Spaß beiseite, natürlich nicht. So, was wir natürlich alles heute hier und morgen und übermorgen und nächstes Jahr und nächste Woche und so weiter und so fort machen, ist Folgendes. Wir spielen natürlich Tomb Raider 4 durch. Wie sollte es denn anders sein? Und ja, klein Floschi war aktiv. Ich muss kurz mal gucken, bevor ich euch hier dicht laber. Klein Floschi war natürlich aktiv dabei, etwas dafür zu tun, dass wir Tomb Raider 1 auf dem PC ohne irgendwelche Errors spielen können. Ja. Ohne irgendwelche Hardcore-Errors, sprich, wenn wir Bock haben, ein Tomb Raider 1 Reloaded zu machen, dann ohne Probleme. So, das sei jetzt mal an dieser Stelle einfach so gesagt. Um einfach Probleme zu beseitigen, habe ich daran gearbeitet und es geht uns dabei natürlich selbstredend auch gut. So. Irgendwas ist aufgegangen und ich frage mich gerade im Moment ein bisschen was, aber das ist ja alles halb so wild. Warum ist denn das da nicht auf? So, ich muss jetzt aber erstmal hier in dieses Loch immer wieder. Immer wieder Löcher, 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 Löcher. Wir lieben Löcher und das ist auch gut so. Haben wir den Hebel hier schon betätigt? Ja, den haben wir, glaube ich, schon bedient. So, insofern müssen wir in das andere Loch. Da sind ja zwei Löcher entstanden. Egal, das kann natürlich leicht manchmal verwirrend sein, aber Augen zu und durch. Denn, oh nein, ich wollte, dass du den Drehsprung machst, du dumme Guste. So, der soll ja auch anders noch gehen, genau. Es gibt noch eine extra Taste für ihn. Den habe ich jetzt angewendet und wir gehen hier runter. Und was wartet hier auf uns? Natürlich selbstredend. Ein neuer Hebel. Ja, Hebel, Hebel, Hebel ohne Ende. Man möge sich fragen, warum man das alles hier immer tun muss. Aber... Oh. Warum? Ich habe euch doch nichts getan. Komm. Übrigens, das sind Heuschrecken. Das sind Heuschrecken, die freigesetzt wurden, weil Set befreit ist. Ich habe mich jahrelang gefragt, was das für ein Kruschelkram ist. Und mittlerweile weiß ich, das sind tatsächlich Heuschrecken, weil Set frei ist. Ja, ja, ist ja gut. Hallo? Bist du aus Beton? Ich glaube, wir werden sowieso gleich erstmal wieder Medipacks benötigen. Weil die Heuschrecken kleben wie Kacke am Schuh. Okay, da. Ich hab's geahnt. Ich habe es voll geahnt. Ich habe es voll geahnt. Wir warten jetzt, bis diese Rotzviecher sozusagen weg sind. So, da ist noch irgendwo eins. Fledermäuschen. Fledermäuschen, komm zu Mama. Meine Damen und Herren. Es geht weiter mit Seilparty. So, warum Seilparty? Weil da ein Seil hängt. Und an der Stelle sei euch gesagt, und das ist mir persönlich ein ganz großes Anliegen, euch an dieser Stelle zu sagen, ich hasse Seile. Wie ich Seile hasse. Seile sind so toll. Seile sind my destiny. Und ich glaube, man kann von hier das Seil erreichen, ne? So wie mir das scheint. Seile sind my destiny. Und wisst ihr was? Ich kann nichts Besseres als auf Seile scheißen. So. Und ich wette mit euch, wir treffen das Seil sowieso nicht. So. Doch. Oh mein Gott, wir haben ein Seil getroffen. Das darf ich niemandem erzählen. Ihr habt es nicht gesehen. Weggucken. Weggucken. Guckt bitte nicht hin. Sonst verletzt ihr meine Ehre. Ich habe ein Seil erwischt. Ja, aber ich wette mit euch, das hier wird unser Todesurteil. Hier kam irgendwo so ein Munchie-Käfer. So ein Munchie-Käfer. Ihr wisst, welche ich meine.
diese komischen Elektrokäfer. Ich nenne die jetzt einfach immer Elektrokäfer, weil mir fällt, oder Katschukäfer. Mir fällt da nichts zu ein. Darum Elektrokäfer bzw. Katschukäfer. Ja, wo bist du denn? Mag Käferli! Ah, wo? Oh, Käferli! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Mo? Kannst du mal kommen zu Lara Croft? Akachu-Käfer? Kannst du Lara angreifen? Hallo? Hallo? Käfer? Ey! Käfer! Was ist das denn? Da ist er doch. Nö. Das spiele ich nicht nochmal von vorne. Hallo? Heiß ich Helmut? Heiß ich etwa Helmut? Egal. Hallo? Ey, Käfer! Ey, es gibt ein Auto, was nach dir benannt ist. Nö, der lebt ja immer noch. Nö, da lade ich. Das sehe ich ja gar nicht ein, Alter. Alter, verbrauchen wir erstmal hier ohne Ende Power. Hier, komm. Das ist für den Käfer echt passend, das Ding. Hallo? Bist du aus Beton oder was? Alter, sind diese Käfer aus Beton? Meine Fräse. Meine Fräse, sind diese Käfer aus Beton. So geht das aber ja nicht. So geht das ja nicht. So nicht. So nicht. Ne, 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 ne. Aber wisst ihr was? Ich bin auch kurz davor zu sagen, dass da gleich wieder ein Käfer kommt. Ja. Ah. Hallo, Käfer. Ey, Käfer. Wo bist du? Ey, keine Käfer hat mich lieb. Keine Käfer. Oh. So schnell geht das Käfer kaputt. So schnell geht das Käfer kaputt. Das ist nicht gut. Käfer, du bist nicht würdig, Lara Croft anzugreifen. Der Käfer ist es nicht würdig, Lara Croft anzugreifen. Und das war scheiße. Das war kacke. Ich habe gedacht, das geht darüber. Geht das darüber? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Nein. Das geht nämlich hier rüber. Aber dann kommt doch wieder ein Käfer, oder? Da kommt doch wieder ein Käfer, wa? Da muss ich doch rüber. Darüber, rüberhangeln, na 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 na. Darauf, darauf und so weiter und so fort. Erklärt sich ja eigentlich fast von selbst. Ich hab's doch gesagt, Leute. Hier ist voll die Käfer-Pupu-Party. Ey, nö. Der Käfer tot? Hier ist voll die Käfer-Pupu-Party. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn der Käfer kommen. Die Käfer erinnern mich nämlich an etwas nicht so Schönes. Daran, dass man daran sterben kann. Das erinnert mich daran, wenn diese Käfer kommen. Und diese Käfer sind Käfer und Käfer, 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 Käfer. So, und jetzt müssen wir darauf oder so. Ich glaube, nö, müssen wir nicht. So, ja, was für eine Feststellung. Wir müssen da rüber auf dieses Ding da. Und ich sage euch jetzt schon, wollen wir wetten? Ich wette gerne jetzt gerade. Eigentlich ja nicht, ne? Aber irgendwo ist hier wieder ein Käfer. Irgendwo ist wieder eine Käfer. Irgendwo. Ups, ich habe geschossen in die Luft. Das war nicht clever, aber ich muss dahin, wo Rot ist. Ja, ich rede jetzt mit Akzent. Nein, aber das ist nicht gut. Nein, Akzent habe ich nicht.
Kommt jetzt noch so ein Pupu-Käfer? Nein, Musik. Schön. Die Musik bedeutet natürlich, wir haben mal wieder was falsch gemacht. Also geht es weiter hier bei Let's Play Tomb Raider 2, sage ich schon. Tomb Raider 4 Reloaded, Baby. So, jetzt muss ich gucken. Wir müssen da irgendwo rauf. Da, bei diesem Chaos müssen wir hin. Ah ja, ich kann mich voll erinnern. Ich kann mich da voll dran erinnern. Ihr auch? Ja, das speichere ich. Weil dieser Sprung ist Porno. Oh nein. Hallo. Gut. Hallo, ist gut. Du bist tot. Du lebst nicht mehr, Käfer. Wenn man in dieses Feuer läuft, hat man übrigens ein Problem. Darum, ich nehme das hier und auf Wiedersehen. Da mache ich auch nicht lange rum. Da vorne ist ein... Taxi! Taxi! Ich will weg hier, Taxi! Kalkutta, Taxi, Kalkutta. So, jetzt muss ich kurz gucken, wo müssen wir hin, weil das ist alles voll tödlich. Wieder dahin? Ich glaube, ja. Ey, Kacke. Ey, wollen wir das Kalkutta-Taxi nehmen da vorne? Ja, oh. Oh, da unten kann man überleben, glaube ich. Nein, natürlich nicht. Butch! Ey, das ist beleuchtet. Was für ein Special. Was für ein Special. Dankeschön, liebe Entwickler, dass ihr da für mich Beleuchtung geschaffen habt. So, ich will das jetzt mal kurz rausfinden. Wir müssen darüber, ne? Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin? Herr Müller, wie tief ist das Wasser? 1 Meter tief. Und wie kommen wir darüber? Mein Gott, schwimmt in euren eigenen Dünnschiss! Alter, ne. Ah, ich hab gesehen, wohin. Herr Fischer, Herr Fischer, hat Lara Croft große Busen? Ja, die hat sie. Was kann sie damit machen? Sie kann im Wasser überleben und ersäuft nicht. Alles klar, Herr Fischer. Und jetzt können Sie mich mal so richtig am Arsch lecken. So, so viel zu dem Thema, Herr Fischer. So, und wir haben es geschafft. Ich bin sowas von froh darüber. Da kommen wir, glaube ich, noch nicht hoch. Ich glaube nicht. Nein. Oder? Ich möchte das jetzt wissen. Ich möchte bitte jetzt wissen. Nein, wir können nicht mit dem Taxi fahren. Ich bin traurig. Ich wollte damit gerade fahren und habe gerade bei der Taxizentrale angerufen, aber die haben zu mir gesagt, nö, so nicht. So nicht. Und ich habe gedacht, okay, dann eben nicht. So, wir haben jetzt, ach ja, kurz zum Update, wir haben etwas gefunden. Das will ich mir kurz mal angucken. Genau, das war dieser Benzin, dieses Spezialbenzin, was wir brauchen, um unser Moped zu beschleunigen. Ja, das Moped. Das Brot. So. Oh nein. Oh nein. Auf euch habe ich ja noch gewartet. Warum duckst du dich denn nicht, du Schlampe? Ich kotze, Alter. Wieso duckt die sich nicht? Wieso duckt sich... Duck dich jetzt! Mein Gott! 10-mal ging das. 5-mal nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt genau machen müssen, Leute. So, jetzt weg mit euch, Käfer! Ach, der Scheiß. Okay. Mussten wir hier hin? Bestimmt bin ich falsch gelandet. Bestimmt ist das nicht richtig. Natürlich nicht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die habe ich ja jetzt voll vermisst. Die habe ich jetzt voll vermisst. Wieso kommen die denn nochmal? Was soll das denn? Alter. Ja, die ist klar. Na, Vorsicht drauf. So. Vor Wut. Wieso? Wieso passiert das, was da gerade passiert ist? Das geht ja gar nicht. So. So. Spring. Spring. Oh nein! Wieso? Das geht nicht!
Wieso trifft mich das jetzt immer? Ja, nee, ist klar, Lara. Back, ey, komm, geh da rein. Komm, geh zu dem Monster rein da. Das ist toll da. Wie kommt man da raus? Ohne dass das Monster mich angreift. Janni ist klar! Janni ist klar, ey! Typisch! Alter, wir hätten das jetzt voll überlebt, wäre ich da nicht hingelaufen. So, ich speichere jetzt, indem wir A, die Fackel nicht mehr in der Hand haben und B, freie Hand. So. Okay, und springen, Lara Croft. Haben wir das überlebt? Ja. So. Alter. Da geht mir ja der Arsch bei auf Grundeis. Ihr Motorrad braucht noch ein paar technische Änderungen, um einige der größeren Hindernisse zu überwinden. Etwas Lachgas in den Vergaser sollte Ihnen mehr Schub geben. Geh, Mädchen, bring mir die Codes. Ja, ja. Sehr gut, Helmut. Ist ja gut. Also wir brauchen jetzt irgendwie noch so einen Schlauch, glaube ich. Und noch irgendwas anderes. So, die Frage ist natürlich, wo lang jetzt? So, das werden wir natürlich in der nächsten Folge klären, hier bei Let's Play Tomb Raider 4 Reloaded. Und das Monster hasse ich. Tschüss!